Der Aberglaube wurde zum Thema in Biedermannsdorf. Das Stadeltheater präsentierte das Lustspiel Freitag der 13. von Franz Schaurer. Das Biedermannsdorfer Stadeltheater spielte wieder. Nachdem es Corona-bedingt für längere Zeit keine Vorstellungen gegeben hatte, lud die Leinbühne wieder in den Pfarrstadel. Auf dem Programm stand mit Freitag der 13. ein lustiger Schwank von Franz Schaurer in drei Akten. Jetzt weiß ich, warum du die Welt aus hier geschickt hast, ich den Kaffee ausgeschüttet hab und halt alles schief geht. Heute ist Freitag der 13. Die Bäuerin, die Anni, ist abergläubisch und der Sohn kommt nach Hause und sagt, er will heiraten und genau am Freitag, den 13. Und es geht halt für die Bäuerin überhaupt nicht. Und dann passieren ganz viele Sachen mit Hochzeitsstreichen und Geschenke verschwinden und dreht sich alles dann um die Hochzeit vom Brautpaar sozusagen. Mit auf der Bühne war auch der Hausherr, Pfarrer Bernhard Mucher. Ich wollte eigentlich nur vorbeischauen, wie es euch so geht. Habt ihr vielleicht einen Brief gekriegt? Ich spiele eigentlich sehr gerne Theater, das habe ich früher gern gemacht, habe aber normalerweise nicht die Chance. Man kann natürlich auch sagen, dass manches von meinem Beruf auch sehr viel Darstellerisches von mir verlangt. Aber was mich freut, dass wir hier wirklich mit dieser Theatergruppe, die unsere Bürgermeisterin gestartet hat, dass wir mit der eigentlich eine ganz tolle Geschichte haben mit schon eben der dritten Aufführung. Der Aberglaube von Bäuerin Anni führt in dem Stück zu einigen turbulenten Szenen. Sind Sie im echten Leben auch abergläubisch? Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Also ich glaube an mich und an mein Gegenüber. Und ich glaube daran, dass Menschen grundsätzlich gut sind. Also wenn im Kalender die Zahl 13 beim Freitag steht, macht das nichts mit Ihnen? Überhaupt nichts. Ich glaube, ich kriege das nicht mal mit. Frau Hoffmann, sind Sie abergläubisch? Nein. Überhaupt nicht. Mir macht eine schwarze Katze nichts oder sonst etwas. Ich bin nicht abergläubisch. Nein, kein bisschen. Ich drehe es immer, dass es Glück bringt. Immer wenn es für mich Glück bringt, dann glaube ich dran. Ja, wenn das so ist, dann sage ich auf einer Hochzeit so viel, wie ich mag.